den Fokus, den legen wir heute auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Dazu gehört es, Menschen mit Behinderung in allen ihren Rechten, ihren Können, ihren Fähigkeiten zu sehen. Und unter Beweis stellen, dass gelebte Inklusion in einem Unternehmen überhaupt kein Wettbewerbsnachteil sein muss. Die sind keine armen Haarstellen, die können auch selbstständig arbeiten, so wie hier so. Probieren Sie es einfach. Also ein bisschen Mut, Erfahrungen zu machen. Es braucht wirklich nicht viel und das, was es braucht, ist für beide Seiten wertschöpfend.